Manchmal sind die Ungläubigen in ihren Taten der Reinheit des Streben. Gläubiger wie die, die behaupten, streng gläubig zu sein und Gott liebend. Ich höre und sehe ein ihre Worte und Taten, ihre Worte und ihre Taten, die mir wahrhaft verraten. Die Unwahrheit in den ihren Leben, sehe das, dass sie nicht mal sich selbst sind, Liebe. Wenn du nach der Wahrheit suchst, wirst du sie nur in Gott und all den, was er als Wahrheit schuf, als Wahrheit wiederfinden. Nur die Erkenntnis und die ihre Entschlüsselung wird dich ihrer näher bringen, der Erleuchtung und somit du ihrer sehend werden, somit dir ihrer bewusst werden, der Wahrhaftigkeit, die dir Erkenntnis und Möglichkeit der Handlung, dir selbst zu helfen, dich von all dem zu befreien, was Unwahrheit, Verderben, die Sünde selbst, das Unwissen, in dem du lebst, aus dem du erwachst, in dem du nach der Wahrheit Gottes greifst, die in allen verborgen ist, was Gott schuf, als seine Wahrheit, selbst dich und alles, was wahrhaft der Wahrhaftigkeit seiner Handlung der Wahrheit entspricht, somit seine Wahrheit in reiner Form ist, denn das ist wahrhaft das, was wahrhaftig seiner Tat selbst, wahrhaft das, das Leben selbst. Das Leben selbst, in dem du lebst, wahrhaft das alles, die Wirklichkeit, die du siehst. Und noch viel mehr drüber hinaus, alles das, dessen Gott Schöpfer durchaus.